Herzlich willkommen wieder zurück in der neuen Woche zu einer Sendung. Der Mond stand über dem Pass und er strahlte uns. Und wir haben nur noch ein Ork-Restetrupp übrig. Den vorletzten haben wir hier im Pass erledigt. Ich grüße euch herzlichst. Danke für eure Einträge, wie immer. Super, so muss das sein. Und ich sehe mal wieder überhaupt nichts. Jetzt muss ich mich erstmal hier am Feuer und den links davon orientieren, denn da geht es rum. So. Denn es ist nämlich so, dass ich jetzt nicht zurücklaufen werde, wieder nach Myrtana, hätte ich beinahe gesagt, nach Corinne, sondern ich schicke den Dandolo einfach mal wieder auf... Warte auf mich! Ich. Auf den Leuchtturm nicht. Nein, und zwar in die Kaserne. Warte ganz auf mich, einfache in der Kiste. Kaserne. Na gut, dann gehe ich mal los. Während ich mich sozusagen wieder zurück in die Stadt begebe, jetzt muss ich mal gucken, welcher... muss ich mir noch eben noch anlegen, die Rune. Also. Jawohl, jetzt sind wir in der Hafenstadt. Und dann werden wir ganz einfach mal eine Runde knacken, damit wir hier alle wieder ein bisschen was sehen können, nicht wahr? Wo schlafen wir denn diesmal? Wollen wir mal hier mal irgendwie rüber schlafen, hier bei Matteo? Jetzt, wo wir gerade hier in der Nähe sind. Na, komm her. Alter, Rupert ist hier mit drin, ne? Ich spreche den mal an. Nee. Ich glaube, der ist nicht relevant. Aber er ist jetzt da am Hocken. War der da schon immer? Weiß ich nicht. Gut, bis zum nächsten Morgen schlafen. Dann geht es schön feierlich weiter. Matteo schaut immer, steht immer da so rum, so nach dem Motto, hey, was willst du denn hier? Herrlich, herrlich, herrlich. Jetzt holen wir uns den Dandolo ab und dann geht's zusammen. Dann geht's nämlich zusammen, ne? Zur Pyramide. Da soll sich nämlich noch der letzte Trupp aufhalten. Der letzte Ork-Trupp. Da werden wir jetzt auch mal mitgehen. Den Dandolo mitgehen lassen. Und gucken wir mal im Ufda-Karte, in welche Richtung wir so grob hin müssen. Die Pyramide ist. Wo ist sie denn? Ach, da ist sie ja. Oh ja, da sind wir ziemlich weit im Osten. Gucken wir mal, wie wir da hinkommen. So, weiter geht's. Also, erstmal Richtung Taverne. Und ich sehe jetzt gerade, da oben ist ja derjenige, den ich vergessen habe zu looten, über diesem Torbogen. Das dürfte ein Ork-Söldner sein, den ich vor einiger Zeit hier von unten sozusagen da ist nichts mehr zu holen, aber ich möchte noch ganz gerne hier das grobe Schwert haben. So, ich hoffe, dass jetzt dann Dolo... Dandolo. Ach, der kommt. Hallo, ich bin hier wieder unten. Ich habe mich mal eben auf dem... Ja, wie man es macht, ist es falsch. Ja, Dandolo. Hast du jetzt AI bekommen oder wie? Also, es gibt immer wieder neue Sachen. Ich habe mich darauf verlassen, dass Dandolo nicht nachkommt und runterklettert. Dafür ist er auf anderen Seite runtergefallen. Liebe Freunde, das ist Hammer. Okay. Manchmal bin ich verblüfft. Okay, also, ich mache mal einen Sprung bis zur Taverne hin und dann geht's zur Pyramide. Aida, wie haben wir? Zur toten Harpie, aber wir wollen ja woanders hin. Und zwar wollen wir ja Richtung Pyramide. Das wäre aber hier runter. So, und jetzt pass auf. Leute, was ich herausgefunden habe... Ich war ja bei Dragomir schon zweimal und Dragomir ist immer aggressiv. Und wenn Dragomir eine runterhaut, ja, dann haut mir der Dandolo auch eine runter. Aber es gibt noch eine Steigerungsform. Ich speichere mal ab. Jawohl. Oh, wieder dieser Ring. Das ist aber egal. Es geht ja nur darum, dass er hier aggressiv wird. Ohne dass ich was gemacht habe, dann möchte ich ihn ganz gerne hier mal zum Niederprügeln. Und schaut mal, der Dragomir, der hat ihn getötet einfach.
klaut den. Aber das ist jetzt nur eine Version gewesen. Na, das ist schon mal meins. Schauen wir mal, was in dieser Version passiert. Weil jedes Mal fällt das anders aus. So. Jetzt lasse ich mich mal von dem Drago mir klatschen. Jetzt krieg ich dich aber. Oh. So. Und jetzt? Stirb, Mistkerl. Hauen beide auf mich drauf. Das ist gemein. Nicht schön. Was ist da bloß? Danke für das Gold, du Held. Das kann ich mir doch nicht auf mich sitzen lassen. Ich lasse mich doch nicht zum Fleischspieß verarbeiten. Das gibt's doch nicht. So, dann mache ich mich folgendes. Ich schicke mal den Dandolo mal woanders Warte hin. Warte auf mich. Damit der ich mich nicht irgendwie... Oleans Taverne. Das ist Warte ja nicht weit auf weg. Mich an der Taverne. So. So, und da er ja hier sowieso auf mich rumballert, der Dragomir. Jetzt krieg ich... Genau. Hau ich den mal ein auf für Oma. So, der... Das ist ja wie bei Ritter der Kokosnuss, wo er keine Beine mehr hat. Gut. Zack. Grobe Schwertsche. Warten, bis Dragomir sozusagen wieder wach ist. Und mal gucken, ob wir seine Aggression mal rausgeprügelt haben, weil ich habe ihn ja nicht getötet. Er wollte mich ja töten, das haben wir ja eben gesehen. So, Dragomirchen. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Genau. So. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Sehr schön. Zeig mir den Umgang mit der Armbrust, mit dem Bogen. So wollte ich das haben. Hervorragend. Gut, dann geht's rüber zu Orleans Taverne. Zur toten Horbjene. Ich hatte schon vor geraumer Zeit einen Kommentar dazu bekommen, der da hieß, niete den doch einfach mal um und schau mal, was dann passiert. Das ist jetzt hiermit getan und jetzt holen wir Dandolo wieder mit. Okay. Gehen wir hier mal querfeld. Das ist echt Hammer. Zuerst fallen wir hier beide vom Turm runter. Dann haben wir jetzt den greiseligen Dragomir besänftigt. Also ich allein, ich gehe nochmal hin. So, du bist alles gut? Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde mal abspeichern und ihm sein Zeug klauen. Ob das dann halt eben der auslösende Punkt gewesen ist, dass er aggro geworden ist? Nö. Cool. Also, endlich beschwichtigt. Seine Truhe ist eh leer. Auch da ist keine Reaktion. Okay, jetzt hat Dragomir endlich Respekt vor mir. Okay, dann Dolo auf zur Pyramide. Gucken, das müsste dieser Schlängelweg sein, auf dem wir... Ja, da ist es. Ja, und ab hier gibt's wieder ganz neue Begebenheiten, denke ich mal. Auch mit Suchenden, damit rechne ich. Na, speichern wir mal. So, sicherheitshalber mal wieder scouten und den Bogen richtig befeilen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Und jetzt wird's mal geguckt, wo es hier irgendwie versteckte Gestalte gibt. In Form von Schwarzroben. Mit heiserer Stimme. Mal gucken. Ach, hier haben wir wieder eine schöne Statue. Ich habe ja wieder ein bisschen Geld gemacht. Und beten wir mal ein bisschen hier. Oh, wenn es ein bisschen was kostet. Enos schenkt dir Stärke. Das finde ich stark, Enos. So, bleiben wir mal ein bisschen auf dem Pfad. Da hinten ist ja noch eine. Jetzt habe ich aber nur nicht im Kopf, weil ich die ersten Versionen nicht so stark gebetet habe. Also die ersten Gothic-Erfahrungen. Da habe ich eigentlich kaum gebetet. Und hier in dieser Modifikation mache ich mir das jetzt zu eigen. Ob jetzt jede Statue, also verschiedene Statue, wie da hinten auch, meint hier noch eine Frucht gesehen zu haben? Ah ja, Bienen. Ob die mir immer wieder Stärke schenken oder ist das egal? Hauptsache ein neuer Tag, ich weiß es nicht.
So, Wespe, ist ein Lörkerchen. Oh, gegenüber, okay. Schon wieder so ein Mist. Genau, können wir erstmal da liegen lassen. Dann holen wir hier die Giftwespen weg. Die müssen wir unbedingt aus der Entfernung holen. Na, die sollten mich anvisieren, sonst schieße ich immer daneben. Oh, wunderbar. Oh, Dandolo, das war wieder Teamwork Dandolo. Das war der Teamwork Dandolo. Okidoki. Ja, ich glaube, ich habe mich eben ein bisschen komisch ausgedruckt. Ausgedrückt. Also, wir haben ja auch immer den gleichen Tag. Ich habe gerade eben einer Statue gebetet für 100 Gold, habe Stärke bekommen. Und hier gibt es kräftige Scavenger. Scavengers? Scavies? Naja, cool. Die machen wir auch mal hier mal kurz. Weg. Und jetzt, es ist jetzt eine andere Statue, aber gleicher Tag. Also eine andere. Also muss ich mir die Frage ja wieder selber beantworten. Also was frage ich euch? Danke für dein Gebet und die verplemperten 100 Goldstücke. Auch schön. Okay. Also wie schon gesagt, ich habe früher nie gebetet, also nie oft gebetet. Was ich jetzt gerne noch machen möchte, ist erstmal hier nochmal ein bisschen looten. Ja, Herr Dandolo, kommt da mal ganz kräftigst hoch. So. Dacht ihr, gibt es mehr zu holen? Wir haben ja hier keine Schattenläufer. Noch keine heiseren Schwarzroben. So, wie war das? Kommen wir jetzt hier rum? Konnte ich anlanden? Ich hatte das mal probiert gehabt. Hier konnte ich nicht anlanden, richtig. Also brauchen wir erst gar nicht weiter. Da kann ich mich nämlich auch noch an diverse Einträge erinnern. Von euch. Dass das so nicht geht. Da müsste man irgendwie woanders, an einer anderen Stelle. Aber lustig, sind wieder neue Lurker gespawnt worden. Okay, geht's ein bisschen weiter hier. Dandolo, wo sind denn hier diese heiseren Menschen? Diese heiseren Geister, diese heiseren Dämonen, die immer so komisch röcheln, wenn sie uns entdecken. Ist da hinten was? Da hat sich da hinten was getan? Ja, ein mythaner Ohrkrieger. Haha, da werden wir mal speichern. Dun, 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 dun. Gucken. Ah, der Pfeil kommt rüber. Auch über die Kuppe da. Das sieht man in der Beleuchtung. Ja, der Roland hat Pfeile mit Beleuchtung. Ja, aber nicht im Hühnerstall. Na, jetzt. Ach, da vorne sind auch noch welche. Okay, sogar mit, Dandolo! Ach, der ist da hinten hingegangen. Das müssen wir anders angehen. Mann, ich hatte die ersten nicht gesehen da hinten. Oh, da, ich probiere es nochmal und verlasse mich darauf, dass Dandolo mal an die Front zieht. Gucken wir mal. Das klappt wohl nicht so. Da wird der Pfeil abgehalten. Okay, da kommen schon mal welche auf uns zu. Okay. Okay. Dandolo schießt weiter. Aua! Der wird getroffen vom Ork-Schaman. Das ist nicht so gut. Mist. Wo ist der? Ach, der ist hier. Okay, jetzt muss ich mich wieder hier in Deckung begeben. Aber leider hat es Dandolo erwischt. Mann, oh. Nicht mein Freund. Okay, Dandolo, ich schicke dich mal wieder zurück zur Taverne. Weil ich möchte Warte doch... Warte auf mich an der Taverne. Na gut. Er hat noch den Dirigentenstab in der Hand. Okay. Jetzt lesen wir den wieder auf, den Dirigentenstab, weil ich möchte doch ganz gerne mit dem Globalzauber die erstmal schwächen. Da wollen wir mal eben unsere Rüstung verbessern. Stopp, was habe ich denn jetzt für einen Mist gemacht? Nee, alles gut. Ja, das war der Mist, Moment. Ich hatte nämlich im Inventar die 0 gedrückt und da hatte ich ja den Feuerregen drauf gesetzt.
Okay, dann gucken wir mal. Schauen wir mal, ob sie ums Eck kommen. Und wenn ja, warum und weswegen nicht? Aha, sie sind noch aktiv. Sie sind noch aktiv. Ob sie beschädigt sind, kann ich so nicht sagen. Ah, der ist beschädigt. Aber er versucht mich. Okay, machen wir halt eben Duell. Zwei Duellanten. Okay, er hat mich erwischt. Das ist gut. Dann trinke ich mal eben eine Runde. Shit, ich habe mich gespeichert. Weil nämlich der Ork-Schamane da gerade in dem Moment in sichtbar geworden ist und sie jetzt alle plötzlich hier stehen. Das ist übelst. Aber ich kann jetzt speichern, das tue ich jetzt auch. So, jetzt in den Nahkampf zu gehen, wäre jetzt nicht so clever. Dann werde ich einfach noch mal einen Unwetterspruch lassen. Jawohl, und das klappt auch. Der Schaman hat ja wohl. Okay, der ist noch hier. Ich habe nur einen erwischt. Okay, jetzt mal gucken, kann ich noch rennen? Ja, ich renne noch. So. Ja, da kann ich jetzt nur noch direkt auf den Schaman zugehen und mich überraschen lassen, was dann passiert. Oh, da sind noch zwei. Okay. Den Schaman habe ich auf jeden Fall gekillt. So. Gut. Von mir aus. Ah, der hat auch eine. Ah, da bleibt mein Dings hängen. Mein Pfeil. Bei dem Vorsprung. Ja, gut. Okay, dann machen wir das auch. Oh, ist das. Mensch, geh tot. Ich muss Pippi. Oh, die Reste der Ork-Armee. Okay, erstmal looten hier. Man kann auch gar nicht sehen, wie viele hier eigentlich drüber liegen. Ork'sche Armbrust. Das war jetzt der fünfte Trupp, liebe Freunde. Ehrlich? Moment mal. Warum sind denn hier Blutspuren? Da hat es wohl einen getroffen. Und ist wohl wieder zurückgegangen. Ja, so sieht das nämlich aus. So, dann werde ich jetzt mal erstmal ins Logbuch gucken. Und die Reste der Ork-Armee, der Ork-Trupp, der sich im Norden der Insel befunden hat, wurde beseitigt. Der sich im Norden befunden hat. Mhm, okay, jetzt speichere ich mal und dann gehe ich pipi. Und austreten werde ich dann in Orleans Taverne, nachdem ich mir wieder hier eine ordentliche Rüstung angezogen habe. Yep. Sehr schön. Dann machen wir das auch so. Dann kann ich mich Dandolo gleich abholen und wieder hier mit ihm mitgehen. Bis dann. Oho, ich habe ja noch ein paar Lörkerches. Warum der jetzt unsichtbar? Oh, hier gibt es noch ein paar Sachen. Habe ich gar nicht gesehen eben. Und ein Lederbeutel. Okay, das war ein unsichtbarer Lörker. Ist klar, das kennen wir ja. Das ist dem Renderer geschuldet. So, kommen wir denn hier irgendwie hoch? Kommen wir? Gucken, gibt es denn hier noch mehr? Okay, nö. Dann werden wir weiter mal schwupsen. Hier war doch noch ein Lurker irgendwo. Oder war das nur der eine? Nee, ich hatte ja einen hier von hier aus erledigt gehabt. Ja. Das habe ich doch noch aus den Augenwinkeln gesehen. Oh, hier gibt es noch ein paar neue Pflänzle. Habe ich hier noch ein paar Pflänzle übersehen? Nein. So, Roland, mach schnell hin. Wir müssen unseren Kumpel wiederholen. Denn noch sind wir nicht ganz fertig. So, den Lurker, den ich von der anderen Seite hier weggeschossen habe, der existiert nicht mehr. Boah, das ist jetzt nicht schön. Das ist jetzt nicht schön. Okay, dann
schalte ich mich wieder ein, wenn ich bei Dandolo bin und wir wieder gemeinsam zurückgehen. Da sind wir. Ausgetreten habe ich. So wie es sich gehört. Ne? Schön hier in der Kneipe. Und Dandolo holen wir jetzt mal mit. Komm mit. Auf geht's. Und ich habe nämlich noch im Logbucheintrag gesehen, Rest der Ork-Schamane, der Ork-Trupps, dass wir Lord André Bescheid sagen sollten, dann aber er sagt nämlich noch was von, wo ist denn das jetzt, ins Kloster zu gehen, bat mich Lord André, und dort mit Meister Pyroka zu sprechen, da das Kloster von irgendwelchen Untoten angegriffen worden ist, da wir uns ja in der Nähe des Klosters befinden, da müssen wir nur noch ein bisschen zurück und dann da über die Brücke und dann könnten wir Richtung Kloster gehen, das werden wir dann auch tun. So, da vorne ist ja die Taverne. Hier geht's ja runter Richtung Kloster an dem umgekippten Innerschrein. Und jetzt könnte es sein, dass wir hier auch wieder auf neue Geschichten treffen. Guck mal sicherheitshalber nochmal auf der Karte. Jawohl, wir sind auf dem Weg ins Kloster, zum Kloster, am Kloster. Jetzt hier noch... Oh! Ich sehe den einfach nicht. Danke. Wieso habe ich denn den jetzt nicht gesehen? Weil der einfach hier so hinterrücks ist. Kann das sein, dass hier noch Orks sind? Da muss ich jetzt mal aufpassen. Hier waren ja die Suchenden. Die hatte ich ja schon erledigt hier in der Gegend. Und schauen wir mal, was hier noch so zu holen ist. Nichts. Was sagt denn unser Scout-System? Okay, die Kirchenmusik ist an. Irgendwas ist. Da hat er doch wieder was entdeckt. Ah, Mann! Hätte abspeichern sollen. Wer hat denn jetzt hier was gemacht? Irgendwo aus der Richtung kam das? Ich hab doch 5 Trupps erledigt gehabt, oder nicht? Ah, da ist ein Suchender. Okay, habt das gesehen? Dann speichern wir mal. Hat sich da doch so ein schwarzkuttiger Baggerlud mit heiserer Stimme dort versteckt. Okay. Sup, 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 sup. Weg ist er. Ohne irgendwie was zu machen. Auch gut. So, gibt's denn hier noch Loot? Loot gut. Jetzt benutze ich dieses Wort auch immer öfter. Wollen wir hier Verstecken spielen oder was? Nein, wir wollen hier zum Kloster, lieber Dandolo. Wir müssen Pyroka einen Besuch abstatten. So, hier standen nämlich gleich 2. Die habe ich aus dem Wasser heraus damals gekillt. Oh ja. So, ehrfürchtig werden wir gleich das Kloster betreten. Hier war nämlich auch einer. Armee der Finsternis, und währenddessen ging doch tatsächlich so eine Schwarzkutte hier hoch. Das fand ich auch ziemlich interessant. Das hat er nämlich geschafft in der einen Folge. Und ich komme da nicht hoch. Da kann man sich. Oder warum hat er das geschafft? Ist hier irgendwas, wo man draufklettern könnte? Nee. Also wer sich daran erinnern kann, ich fand das faszinierend. So, dann gehen wir mal rein. Und hier haben wir Parla an. Pyroka hat mir die Erlaubnis gegeben, dir die Magie beizubringen. Ich werde dich nun in den Kreisen der Magie unterweisen, wenn du genügend Erfahrung mitbringst. Nimm diese leeren Blätter. Damit wirst du in der Lage sein, später am Schreibpult Spruchrollen herzustellen. Wow. Cool, da speichere ich aber erstmal ab. Bekomme ich Zugang zur Bibliothek? Genau, richtig. Da muss ich ja noch was machen. Hahaha, du bist gut. Ich habe so viele Blätter bei mir, da könnte ich ein ganzes Magie-Telefonbuch drucken. Perlan. Dann unterweise mich Spruchrollen erschaffen. Wie bekomme ich Zugang zur Bibliothek? Wie kann ich so, wo finde ich? Okay. Dann mal gucken, was ihr mir so. Unterweise mich. Schwere Wunden heilen, Untote vernichten, Angst, Knochen, mittlere Wunden heilen, Windfaust, Licht, leichte Wunden heilen. Okay, was wäre hier eigentlich richtig cool? Untote vernichten, schwere Wunden. Nee, das sind alles Billeballe-Sprüche. Gut.
Bekomme ich Zugang zur Bibliothek? Jo. Der Zugang zur Bibliothek ist eigentlich nur Angehörigen des Klosters gestattet. Was willst du dort? Ich möchte etwas über das alte Wissen erfahren, um gegen die Knochenkrieger vorzugehen. Gut, Meister Pyroka bat mich, dich zu unterstützen. Also darfst auch unsere Bibliothek benutzen. Geh aber achtsam mit unseren Büchern um. Sie sind unersetzlich. Ich werde darauf achten. Hoffentlich. Hier hast du einen Schlüssel zur Bibliothek. Du darfst ihn behalten, um ständig ein- und ausgehen zu können. Tja, da überlege ich doch noch... Seltsam! Hä? Irgendwie erinnerst du mich an diesen namenlosen Helden, der uns von den Drachen befreit hat. Wie? Namenloser Held? Drachen? Ach ja, du kennst diese Geschichte noch nicht. Ich kann sie dir gerne erzählen. Für eine lange Erzählung habe ich jetzt keine Zeit. Ja, ich auch nicht hier. Ein paar Fragen hätte ich. Dieser Mann hatte wirklich keinen Namen? Nun, einen Namen wird er wohl gehabt haben, aber er verriet uns diesen nicht. Aber wenn ich jetzt recht überlege, habe ich ihn auch niemals nach diesem gefragt. Und dieser Unbekannte hat gegen Drachen gekämpft? Ja, er tauchte eines Tages hier auf und berichtete, dass sich im Minental eine Armee Belias versammelt habe, die von einigen Drachen angeführt würden. Nachdem wir ihm unser Vertrauen geschenkt hatten, übergaben wir ihm ein wertvolles Artefakt, das Auge Inos, mit dessen Hilfe er die Drachen besiegte. Aber welchen Grund hatte denn dieser Fremde, gegen die Drachen zu kämpfen? Habt ihr das erfahren? Nun, wir erfuhren sehr bald, dass Xardas diesen geschickt hatte. Wie? Xardas? Der abtrünnige Feuermagier hat diesen Mann geschickt? Und ihr habt ihm einfach so geglaubt? Zu Beginn misstrauten wir natürlich diesen Mann, doch konnte er uns schließlich überzeugen, dass er und Xardas nur die Absicht hatten, uns zu helfen. Ich sehe, du bleibst misstrauisch. Nun, das ist ja auch kein Wunder. Auch mir ist noch nicht klar geworden, warum Xardas sich der schwarzen Magie zugewandt hat. Tatsache aber ist, dass wir ohne ihn und diesen Fremden verloren gewesen wären. Ja, so sieht das aus, liebe Leute. Und die Zeit, die... Ja, hatten wir irgendwie was Neues hier? Nein, noch nicht. Die Zeit ruft wieder, diese Folge zu beenden. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen und es geht morgen weiter. Frühestens morgen, ne? Am Freitag. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.